Willkommen bei The Kyo Show. Heute, warum ich keine Reaction-Videos mache. Nun, ganz einfach. Ich finde sie unoriginell. Es ist nicht wirklich was dabei, ein Reaction-Video zu machen. Du spielst ein Video ab, sitzt da und reagierst dazu. Toll. Wenn du da wirklich nicht mehr reinbringst als das, ist das kein eigener Content. Das ist nichts, was du selber reinbringst, außer deine Emotionen und vielleicht noch ein bisschen deiner Meinung. Das ist ganz nett. Es hat auch Vorteile für die Zuschauer auf jeden Fall. Also es ist nicht unbedingt ein schlechtes Video dadurch, sondern es ist, ja, wie gesagt, unoriginell. Es fehlt der eigene Kern irgendwo, die eigene Seele in diesem Video. Man bringt ein bisschen davon rein, aber sehr wenig. Und das ist, was ich damit verdeutlichen möchte. Außerdem sind sie oft gestellt von dem, was ich mitgekriegt habe. Also man hat da Reaktionen, die wirklich, ich weiß nicht, reagieren Menschen so? Ist das wirklich so, wie Menschen reagieren? Oh mein Gott! Vor allem glaube ich nicht, dass die meisten das tatsächlich zum ersten Mal ansehen oder sonst was. Zudem gibt es oft auch keine kritische Auseinandersetzung mit der Materie. Das ist nicht unbedingt problematisch. Wie gesagt, es ist eigentlich auch ein positiver Teil dabei von diesen Videos. Also wenn man ein Video schon zitiert, also da bei sich selber in den Channel reinbringt, dann sollte man schon ein bisschen drauf ansprechen, was ist das eigentlich, was bringen wir da und warum ist das jetzt so? Klingt alles viel zu wissenschaftlich, denn ein Reaction-Video, und das ist der positive Teil, möchte eigentlich nur das Gefühl vermitteln, man ist mit jemand anderem da. Man hat einen Freund, mit dem man zusammen etwas anschaut. Das ist eigentlich ein schönes Gefühl, muss man schon sagen. Nur, wir kommen da auf leichte Copyright-Probleme, wenn man es genau nimmt. Von dem mal abgesehen. Deswegen, ich werde mir jetzt gleich ein Video angucken, das mir ein Viewer heute empfohlen hat und von dem er unbedingt ein Reaction-Video von mir sehen wollte. Ich werde es aber unter meinen Voraussetzungen angucken. Das heißt, ich werde versuchen, irgendwo meine Originalität mit reinzubringen. Möglichst nicht fake oder gestellt zu wirken. Das heißt, wenn ich wirklich lachen muss, dann muss ich lachen, denn es ist ein Video, das zum Lachen bringen soll. Und ich versuche, mich kritisch mit der Materie irgendwie auseinanderzusetzen, vielleicht auch mal kurz eine Pause zu machen, zu erklären, okay, das und das und das und das. Mal sehen. Aber vielleicht kann ich auch das Gefühl vermitteln nebenbei, dass ich wie ein guter Freund zusammen da sitze. Keine Ahnung. Sehen wir mal. Das ist jetzt so ein kleiner Art Experiment. Wird auch wahrscheinlich mein einziges Reaction-Video sein, denn ich habe da überhaupt keinen Bock drauf. Und wenn ich schon was kreiere, dann meine eigenen Sachen. Alright. Dann fangen wir mal an. Ich werde den Link von dem Video in der Beschreibung einfügen. Das Video ist jetzt da. So. Also, fangen wir mal an. Ja. Okay, sind Leute auf dem Boot. Höchstwahrscheinlich fallen die um. Das ist sehr witzig. Na, das sieht ja schon mal sehr, ja, holprig aus. Und tja, das war zu erwarten. Ne? Okay, wir merken, Schadenfreude ist beliebt bei Menschen. Also wirklich, wenn den Leuten irgendwas Schlimmes passiert oder es blöd aussieht und man sich über sie lustig machen kann, dann das nehmen wir, das ist gut. Okay, der hat sich genial umgewandelt hinter einem Bildschirm. Nicht Bildschirm, Regenschirm. Zu viel vom Bildschirm deswegen. So würde ich aber auch reagieren, wenn er mich erschrecken wollte. Ha. Das kenne ich schon. Aber es ist sehr interessant. Und das tat weh. Sag ich ja. Also diese Schmerzen ist das, was, oder sind das, was die Leute interessiert. Die anderen leiden zu sehen, sich selber nicht mehr leiden zu sehen. Oh, das tat bestimmt weh. Vielleicht auch nicht. Okay, meine Arachnophobie macht sich bereit, aber das Video kenne ich auch schon. Ich bin leider zu bewandt auf YouTube, tut mir leid. Vielleicht auch nicht zu bewandt, muss man auch sagen. So, was passiert hier wohl? Ah ja, eine riesige Spinne, die es wahrscheinlich nur in Filmen gibt, ist da oben und er versucht sie einzufangen. Oh, sie ist plötzlich losgehuscht und man hat sie erwischt und sie fällt runter. Naja.
Jo, die wird sich wehtun. Okay, das war wenigstens witzig, denn da war nicht der Schmerz im Vordergrund, sondern einfach nur ein leichter Schrittfehler. Wenn der sich nicht wehtut, dann weiß ich auch nicht. Okay, vielleicht auch nicht. So, ich versuche jetzt auch nicht möglichst das Lachen zu verkneifen, sondern wirklich so zu reagieren, wie man reagiert normal. Also, oh nein, armes Baby. Aha, die fällt wahrscheinlich rein, oder? Ah, sah jetzt nicht so gut aus. Ja. Ist das nicht mit irgendeinem so Affen? Ja, genau. Und dann geben sie dem die Waffe und natürlich der Affe reagiert und oh mein Gott, er kann die Waffe richtig halten. Jetzt haben sie Angst, weil er schießt. Falls ihr den Planet der Affen kennt, ja, so ähnlich ist das. Spider-Man macht einen Kopfstand. Und erschreckt irgendeinen Zivilisten und wird dabei niederge. Ich weiß auch nicht, was die Leute für komische Ideen haben manchmal. Okay, ein Fisch wird wahrscheinlich von der Katze geklaut. Das hätte auch schlimmer ausgehen können. Krokodile sind so süß. Okay. Die versucht ihn wahrscheinlich zu erschrecken und er wird ihr wahrscheinlich eine reinhauen. Also, so wie ich das Video sehe, wird das wahrscheinlich. Okay, falsch gedacht. Nur ein bisschen. Ah, das kenne ich. Das. Puh. Das ist schon hart. Also nicht hart, aber es ist schon. Weiß nicht. Nicht wirklich mein Humor. Ist mir zu krass. Okay, das ist immerhin schon etwas. Ich vermute mal, dem wird es irgendwas passieren. Oder irgendwer läuft dumm rein und tut sich dabei weh. Ich bin so einer, der gerne vorhersagt, was passieren wird. Okay, und der springt auf den Stuhl, macht ein Salto und bricht sich vielleicht das Genick. Aua. Das kenne ich leider auch. Das ist, ja, die kognitiven Fähigkeiten eines Kindes. Lässt du einfach das iPad fallen in den Fluss. Jackass, kenne ich. Das ist wenigstens halbwegs witzig, weil ich glaube, das ist kaum schmerzhaft. Also ich weiß nicht, wie der Aufbau war, ob das irgendeine harte Hand war oder sowas, aber ich sehe jetzt gleich. Ja, ist ein bisschen schade ums Essen. Aber man muss ja nicht immer so utilitär, egal, ihr wisst schon, was ich meine. Ja. Hat jemand den Reifen platzen lassen mit einem Airbag? So, es sprudelt über. So, passiert. Mentos und sprudelt noch mehr. Wow. Wow. Lass mich raten. Er fällt hin. Er wird von einem Schild geschlagen. Abzusehen. Ah, hat jemand versucht, ein Video zu machen vom Schacht innen drin. Also, ja. Der Darwin Award geht an die Leute, die das gefilmt haben.
Gut, wer hätte erwartet, dass sie da einfach die Tür öffnen? Die wird wahrscheinlich gleich getreten. Immerhin nicht getreten, sondern am Nacken zurückgeschlagen. Oh, das könnte noch mehr werden. Putin! Immerhin ein Präsident, von dem ich weiß, dass er wiedergewählt wird. Ja, das tut weh. Das kenne ich leider. Aua. Ja, was halt ein Affe? Okay, das kenne ich jetzt nicht. Okay, er ist umgefallen. Ja. Cool. Alright. Also. Das wäre für mich so ein Reaktionsvideo, zumindest das ehrlich gemeint ist. Ich würde tatsächlich so reagieren. Das ist meine Art. Ne? Und ja, was man dazu sagen sollte, wenn ich mir vorstellen sollte, mit einem Freund etwas anzugucken, dann würde ich das nicht als Video veröffentlichen. Es hat zwar ein ähnliches Gefühl, aber persönlich, würde ich doch einfach eine Übertragung machen, zum Beispiel in Discord oder über WhatsApp oder was auch immer und mit dem Kumpel das angucken direkt. Das wäre doch cool. Und theoretisch, ja, also falls irgendwer auf Discord, auf meinem Discord Lust hätte, sich das mit mir anzusehen, dann kann er sich gerne melden und dann gucken wir uns das gemeinsam an. Ich habe oft Zeit, nicht immer, aber oft und man kann sich ja verabreden. Nur ein Video aufnehmen, auf dem auf Stein steht, wie ich reagiere, das mache ich wahrscheinlich nicht mehr. Und ja, aus genannten Gründen wird das auch nicht nochmal vorkommen. Jedenfalls, das ist mein Standpunkt zu dieser Sache. Und ich hoffe, ihr habt dann einen schönen Abend. Und man sieht sich beim nächsten Mal bei The Kyo Show. Bis dann. Ciao.